Wie zahlt ihr eigentlich in Geschäften? Mit Bargeld, Karte oder mit eurem Smartphone? Statistisch gesehen machen Letzteres gerade mal 20% der Menschen in Deutschland. Aber warum eigentlich? In diesem Video widmen wir uns den großen Diensten Apple Pay sowie Google Wallet und Samsung Wallet und zeigen euch, welche Vorteile diese Bezahlmethoden bieten und wie sicher sie eigentlich sind. Also bleibt dran! Nervt euch das nicht auch, dass ihr im Supermarkt jedes Mal euer Bargeld oder die Karte rausfummeln müsst? Und wenn die Karte gestohlen wird, habt ihr ein großes Problem. Geht das nicht einfacher? Doch, natürlich. Apple, Google und Samsung haben mobile Bezahldienste erschaffen, die Zeit sparen und eure Daten sicher verschlüsseln. Ihr könnt eure Bank- oder Kreditkarten und teilweise auch Bezahlportale wie PayPal in einer App hinterlegen und damit kontaktlos und online bezahlen. Klar, im Prinzip sind einfach nur alle Karten digital im Handy gespeichert. Vom eigentlichen Prozess her ist das ja gar nicht so anders als eine Kartenzahlung. Der Vorteil ist aber, dass ihr die Karten nicht mehr mit euch rumtragen müsst. Einfach einmal ins Display tippen, fertig. Zudem zeigen die Bezahldienste eure Ausgaben schön übersichtlich an und in den Wallet-Apps können sogar Eintrittskarten und Tickets hinterlegt werden. Aber wenn das so geil ist, warum machen das noch so wenige Leute? Ist es allgemeine Skepsis vor der Technik oder die Angst, dass das Ganze vielleicht nicht so sicher ist? Schauen wir uns doch mal den aktuellen Stand an. Apple Pay, Google Wallet und Samsung Wallet funktionieren grundsätzlich recht ähnlich. Die Apps gleichen mit Kreditinstituten durch verschlüsselte Sicherheitssysteme ab. Beim Bezahlen identifizieren die Dienste das Netzwerk des Empfängers und senden verschlüsselte Zahlungsinformationen an dessen Bank, die mit einem sogenannten DAN-Token antwortet. Die Speicherung der Daten unterscheidet sich aber. Apple Pay verbindet das DAN-Token mit Kreditkarteninformationen und sichert diese auf einem verschlüsselten Chip im Gerät, ohne Daten auf Servern zu speichern. Ähnlich handhabt es auch Samsung. Hier werden alle Daten in der isolierten Plattform Samsung Knox gesichert. Und das ist ebenfalls eine chipseitige und hardwaregebundene Lösung im Smartphone. Google Wallet hingegen speichert die Daten lokal auf dem Smartphone und in der Cloud. Alle drei Dienste sind durch Verschlüsselung und mehrstufige Verifizierung wie PIN, Fingerabdruck oder Gesichtsscan sehr sicher. Beim Diebstahl des Smartphones könnt ihr eure Zahlungsdaten zudem per Fernzugriff löschen, was zusätzlichen Schutz bietet. Aber eure Kreditkarte ist doch auch super sicher, oder nicht? Nicht so ganz. Auf eurer Kreditkarte stehen nämlich in den meisten Fällen alle sensiblen Daten wie Nummer, Ablaufdatum, der dreistellige Sicherheitscode und auch euer Name direkt drauf. Wenn ihr die Karte verliert, dann hat eine fremde Person schlimmstenfalls direkt Zugriff auf diese Daten und kann auf vielen Online-Plattformen direkt damit bezahlen. Außerdem könnten Diebe eure Kartennummer und das Verfallsdatum mit einem mobilen NFC-Leser auslesen. Dafür müssten sie eure Karte nicht mal stehlen, sondern das Lesegerät einfach nur in die Nähe eurer Geldbörse oder Hosentasche halten. Seht ihr? Und da liegt der Unterschied. Sollte jemand versuchen, euer Smartphone mit einem mobilen Kartenleser auszulesen, bekommt derjenige kryptografisch verschlüsselte Codes von Google, Apple und Samsung. Und den Schlüssel dazu haben eben nur Google, Apple und Samsung. Und falls ihr euer Smartphone verliert, dann müsste eine fremde Person es erstmal knacken, um an die darauf gespeicherten Daten zu kommen. Für die Nutzung der Bezahldienst-Apps bräuchte er dann noch eure Login-Daten sowie eure biometrischen Daten, PINs oder, wenn ihr es so eingestellt habt, eben beides. Starkes Passwort, zweifache Authentifizierung, Face-ID oder Fingerabdruck, kryptografische Verschlüsselung und vieles mehr erschwert es den Dieben also, an eure Daten zu kommen. Ganz klar gesagt, ihr seid mit eurer mobilen Bezahl-App mittlerweile sicherer als mit euren analogen Kredit- oder Debitkarten. Aber welcher mobile Bezahldienst ist denn der beste? Schauen wir uns das doch mal an. Google Wallet könnt ihr auf jedem Android-Smartphone und vielen Wear OS-Smartwatches ab Android 5.0 nutzen. Die neuesten Kreditkarten, Geschenkkarten, Tickets und vieles mehr lassen sich in der App hinterlegen. Google Wallet ist einfach einzurichten und die App ist minimalistisch und logisch aufgebaut. Außerdem ist Google Wallet tief ins Google-Ökosystem integriert und an euer Google-Konto gekoppelt. So könnt ihr kinderleicht auf ein anderes Android-Smartphone umziehen, aber auch vom Laptop darauf zugreifen. Uns gefällt die Vielseitigkeit der App und die Tatsache, dass wir viele Karten, Tickets, Ausweise, Schlüssel und vieles mehr darin sicher hinterlegen können.
Bis zu 10 Zahlungsmethoden könnt ihr in die App integrieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 10 verschiedene Kreditkarten habt, steht es euch frei, sie alle in Google Wallet anzulegen. Auch PayPal kann integriert und mit der App verwendet werden. Debitkarten könnt ihr leider nicht anlegen. Und bei der Datenschutzerklärung bekommen wir auch ein wenig Bauchschmerzen, da Google beispielsweise Informationen über unser Kaufverhalten sammelt und diese auch an Dritte zur Auswertung weiterleitet. Und außerdem ist die App für Apple-User und Userinnen in Deutschland nicht verfügbar. Apple Pay ist der beliebteste mobile Payment-Dienst unter den drei Anbietern. Die App ist logisch gestaltet, lässt sich super schnell einrichten und ermöglicht sowohl kontaktloses Zahlen als auch Online-Zahlungen. Um alles einzurichten, benötigt ihr nur eure Apple-ID. Habt ihr Apple Pay einmal eingestellt, ist der Dienst auf all euren Apple-Geräten verfügbar. Praktisch. Zudem unterstützt die ganze 16 Zahlungsmethoden, Kreditkarten und Debitkarten, Flugtickets, Autoschlüssel, Geschenkkarten und vieles mehr könnt ihr im Apple Wallet hinterlegen und das finden wir auch sehr praktisch. Im Gegensatz zu Google speichert Apple eure Daten auch nicht auf seinen Servern, sondern lokal auf eurem Gerät im sogenannten Secure Element. Der Dienst hat keine Einsicht in eure Kreditkartendetails. Das macht ihn nicht nur sicher, sondern auch sympathisch. Aber Apple Pay ist Apple-exklusiv. Ihr könnt den Dienst zwar mit Mac, iPhone, Apple Watch und iPad nutzen, aber eben auch nur mit diesen Geräten. Android-Nutzer und Nutzerinnen gehen hier leider komplett leer aus. Außerdem ist PayPal in Deutschland nicht in Apple Pay verfügbar. Schade, aber vielleicht tut sich ja hier noch was. Es kommt noch hinzu, dass keine andere mobile Bezahl-App auf Apple-Geräten die NFC-Schnittstelle nutzen darf. Wenn ihr also eine andere App auf eurem iPhone oder iPad installiert, könnt ihr damit nicht kontaktlos bezahlen. Das sieht die Europäische Kommission allerdings kritisch und so muss sich der Konzern derzeit wegen möglichen Kartellrechtsverstößen verantworten. Es könnte also sein, dass Apple die NFC-Schnittstelle zukünftig öffnen muss. Samsung Wallet ist, wie der Name schon vermuten lässt, nur auf Samsung-Phones verfügbar. Die App ist logisch aufgebaut und unterscheidet sich in der Bedienung ansonsten nicht großartig von der Konkurrenz. Das Praktische ist, dass ihr eure Karten einfach einscannen könnt und das geht einen Tick schneller als bei Google oder Apple. Zudem habt ihr eine Shortcut-Funktion für sehr schnellen Zugriff. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied gegenüber Google Wallet und Apple Pay. Samsung hat sich mit Visa und der Solaris Bank zusammengetan, um seinen Bezahldienst Samsung Pay in Deutschland einzuführen. Der Vorteil, ihr könnt Samsung Wallet mit jeder beliebigen Bank in Deutschland nutzen. Ihr hinterlegt einfach eure Bankdaten und der Dienst generiert für euch eine digitale Visa-Kreditkarte der Solaris Bank, mit der ihr überall zahlen könnt, wo Visa-Karten akzeptiert werden. Aber es gibt auch einen Haken. Ihr könnt keine anderen Kreditkarten von anderen Banken anlegen und auch kein PayPal. Online bezahlen ist zwar technisch möglich, aber Samsung Wallet ist eher für kontaktlose Zahlungen in Geschäften ausgelegt. Sollte euch das aber egal sein, bekommt ihr hier eine flotte und leicht zu bedienende App auf euer Samsung-Gerät. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet und ihr könnt bei der Einrichtung der Datenspeicherung auch widersprechen. Die drei Mobile-Payment-Dienste sind plattformspezifisch. Somit fällt die Auswahl eigentlich schon bei der Wahl des Smartphones. Wenn es um das Thema Verfügbarkeit geht, dann ist Google Wallet sicher die beste Option. Die App ist auf den meisten Android-Geräten nutzbar, einfach zu benutzen und unterstützt zusätzliche Dinge wie Tickets, Geschenkkarten und mehr. Apple Pay ist für Apple-Nutzer und Nutzerinnen aktuell die einzige Wahl. Aber iPhone-User bekommen dafür auch einen sehr ausgereiften Dienst mit perfekter Integration ins Ökosystem des Unternehmens. Samsung-Nutzer und Nutzerinnen hingegen haben etwas mehr Auswahl und können sich zwischen Samsung Wallet und Google Wallet entscheiden. Wir würden hier tatsächlich Samsung Wallet empfehlen, da es sehr gut ins Samsung-Ökosystem eingebunden ist. Und zur Not kann man ja immer noch Google Wallet parallel nutzen. Mobile Bezahldienste sind auf dem Vormarsch. In den USA sind sie schon überall zu finden, in China nutzen bereits 60% der Menschen solche Services und Schweden will bis 2030 sogar komplett auf Bargeld verzichten. Dort akzeptieren viele Geschäfte schon heute gar kein Bargeld mehr. Wenn Bargeld langsam aus unserem Alltag verschwindet, könnte eigentlich nichts den Siegeszug von Bezahl-Apps stoppen. Die Dienste sind sicher, kinderleicht zu bedienen
Und hey, fast jeder in Deutschland hat mittlerweile ein Smartphone. Interessant ist auch, dass laut einer GfK-Studie von 2023 ganze 89% der Deutschen sich eigentlich wünschen, überall mobil bezahlen zu können. Dank der Verbreitung von SumUp-Kassensystemen, die neben Apple Pay und Google Wallet ganze 13 weitere Zahlungsarten unterstützen, wird es für Händler und Händlerinnen auch immer einfacher, solche Systeme zu nutzen. Und die Zahlen sprechen für sich. Laut Statista nutzen 2024 weltweit 1,4 Milliarden Menschen mobile Zahlungsdienste und bis 2025 könnte diese Zahl auf 1,5 Milliarden ansteigen. Eine Studie von Mordor Intelligence sagt sogar ein jährliches Wachstum des Marktes um 26% bis 2027 voraus. Kurz gesagt, mobiles Bezahlen wird vermutlich in einigen Jahren der Standard sein. Jedenfalls für sehr, sehr viele Dinge. Was mich interessieren würde, wie viele von euch nutzen bereits mobiles Bezahlen? Welchen Dienst verwendet ihr? Und was findet ihr daran besonders gut? Lasst uns gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr von uns zu verpassen. Lasst doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.